Jo, hallo, hier ist wieder der Matthias vom Cyberblog. Und es geht, wie wahrscheinlich schon erwartet, um den Samsung N510 und seine Grafikfähigkeiten. Ich bin gerade dabei, den externen Monitor anzuschließen. Deswegen wollte ich mal kurz zeigen, dass es dafür einen Display-Setup-Assistenten gibt, der zuerst mal anbietet drei Möglichkeiten. Ich weiß nicht genau, ob man es sehen kann. Ich noch ein bisschen ran. Drei Möglichkeiten: einmal, dass man zwei verschiedene Auflösungen auf den Bildschirm fährt, den sogenannten Dual View, dann Bereich, das heißt, dass man ein großes Bild aus den beiden Monitoren macht, ja, das sich halt teilt auf den beiden Bildschirmen, oder man klont das Ganze, das wäre die dritte Möglichkeit, wo dann halt auf beiden Bildschirmen das gleiche angezeigt wird. Ich versuche es mal, den Bildschirm zu teilen, das sollte ja für die Grafikkarte am anstrengendsten sein und die größte Auflösung ermöglichen. Und da werden mir nur 1024x768 angeboten, beziehungsweise 800x600. Somit hat das irgendwie keinen Sinn. Und ich nehme mal den Dual View. Der für den externen Monitor immerhin 1280x1024 Punkte ermöglicht. Vielleicht lasse ich das auch mal ganz sein, damit ich den externen Monitor über mehrere Anzeigen einrichten. Vielleicht als einzelnen und den Laptop-Monitor ausschalte. Philips 170V, da ist er ja. Zweitens, die Anzeige auswählen. Erstens nur eine Anzeige verwenden. Okay, Einzelanzeige. Klar, hier sind auch nochmal die Möglichkeiten halt auszuwählen. Horizontal und vertikal kann man das auch nochmal teilen. Okay, und bei der Einzelanzeige ist es natürlich auch so, dass der externe Monitor dann auch als primäres angezeigt wird. Soll das mal übernehmen? Ja, schauen wir mal, ob der externe Monitor was zeigt. Kann ich das mal zumachen? Bluetooth-Maus habe ich angeschlossen, vorsichtshalber. Und dann wollen wir nochmal die Auflösung vielleicht anschauen. Die Auflösungsmöglichkeiten. Da wird angeboten. Weißer. Warum? Oh, ich habe den Deckel zugemacht. Nächstes Video gleich. So, zurück aus dem Sleep-Modus. Wollte ich zeigen, wie der Samsung N510 am externen Monitor funktioniert. Diesen Assistenten brauche ich jetzt momentan nicht. Habe ich mir schon mal angeschaut. Trotzdem wollen wir die Auflösung ändern. Und wie gesagt, geht das bis 1280x1024, wobei angezeigt wird, dass das auch die native Auflösung des Monitors ist. Was natürlich nicht so besonders viel ist. 75 Hz kann er auch, 32-Bit natürlich. Ja, funktioniert halt alles auch. Ja, ich habe jetzt einige Spiele installiert auf dem Gerät und die zeige ich eins nach dem anderen auf dem externen Monitor.